Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf TennoTV. Heute ist eine weitere Ausgabe Marios Eindruck an der Reihe. Ich möchte euch Hana Samurai Art of the Sword für den Nintendo 3DS zeigen. Das ist vor einigen Tagen im eShop zum Herunterladen erschienen. Und ich möchte die Ausgabe ein bisschen anders aufbauen als die letzte. Mehr wie so einen ersten Eindruck, weil das Spiel nicht ganz so umfangreich ist und auch eher linear. Deshalb möchte ich ein bisschen Live-Szenen zeigen und die dann auch gleich kommentieren. Also euch sagen, was euch da erwartet und wie sich das steuert und wie es mir gefällt. So ein bisschen wie einen ersten Eindruck von früher eben. Allerdings bezieht er sich aufs ganze Spiel, denn ich bin so gut wie durch und möchte euch dann jetzt in den kommenden Minuten zeigen, warum ihr euch dieses Spiel nicht entgehen lassen dürft. Und dabei wünsche ich euch schon mal viel Spaß. So, da sind wir auch schon im Spiel. Bevor ich in das erste Level einsteige, zeige ich euch erstmal so ein bisschen was zur Grundsteuerung. Ihr habt die rechte und linke Schultertaste, mit der ihr die Kamera steuern könnt. Die vier Aktionstasten zeige ich euch gleich im Kampf. Und den Stick benutzt ihr, um euch zu bewegen. Und ein Level ist immer hier, wie hier, ein eingeschränkter Bereich. Ein abgegrenzter Bereich, wo Gegner rumlaufen. Und wenn ihr euch denen nähert, dann geht der eigentliche Kampfmodus los. Ein Gegner kommt auf euch zu, ihr weicht im richtigen Moment aus und greift an. Was hier noch relativ einfach aussieht, wird im Laufe der Zeit natürlich immer schwieriger. Und wie ihr seht, ich bin schon etwas weiter, habe volle Energie. Das heißt, das erste Level stellt mich nicht wirklich vor ein Problem. Deshalb gehe ich jetzt mal in ein anderes Level und zeige euch da noch ein paar andere Dinge, bevor ich dann auf weiteres eingehe. Ihr seht wieder hier, ist die Umgebung quasi. Im Moment kann ich mich noch relativ frei bewegen und auch schnell laufen. Sobald ich mich aber einmal den Gegnern weit genug nähere, gehen nur noch kleine Bewegungen. Drückt man die X-Taste und hält sie gedrückt, kann man sich wieder frei bewegen. Jetzt jagt mich hier dieser eine Gegner immer weiter. Das ist vor allem wichtig, wenn man auf Gegner trifft, die aus weiter Entfernung angreifen. Dann hat man nämlich teilweise ein Problem, diese anzugreifen. So, jetzt räume ich hier mal gerade ein bisschen auf. Und habe den Level geschafft. So, also wie ihr seht, oh nein, habe ich nicht, es kommen nochmal neue. Auch das passiert hin und wieder. Also das Wesentliche im Spielprinzip ist, mit B rechtzeitig auszuweichen, eine Richtung zu drücken und dann mit A zu attackieren. Und gleichzeitig gibt es noch die Möglichkeit, mit X, wie gezeigt, zu laufen. Und wenn ich gleich so weit bin, dass ich meine Leiste hier oben voll habe, dann zeige ich euch auch mal, was die Y-Taste macht. Dafür gehe ich jetzt einfach nochmal in ein anderes Level. Und ihr seht im Hintergrund schon die Weltkarte, auf die gehe ich jetzt gleich nach diesem Level noch mal ein bisschen genauer ein, wenn ich dieses Level geschafft habe und hoffentlich meinen Balken voll kriege. Ah, das hat nicht ganz geklappt, aber fast beim nächsten Mal reicht es dann. Also wie ihr seht, das Spielprinzip ist relativ einfach. Zusätzlich hat man noch das Steuerkreuz, da gehe ich gleich auch nochmal drauf ein, um so ein paar Extras einzusetzen. Und ihr seht hier quasi die Weltkarte mit den 27 Levels, die man alle schaffen muss, unterteilt in drei grobe Bereiche. Das Gelbe ist quasi die erste Welt und diese Häuser sind immer die Boss-Levels. Und so schaltet man nach und nach weitere Dinge frei, kämpft sich nach vorne und das Ziel seht ihr hier oben auf dem Berg, der letzte Endgegner. So, jetzt bevor ich in ein weiteres Level einsteige und euch mal dieses Extra zeige, von dem ich eben gesprochen habe, gehe ich mal in ein Dorf. Es gibt insgesamt drei Dörfer in dem ganzen Spiel, pro Welt jeweils eins. Und in diesen Dörfern kann man eben auch diverse Sachen machen. Zum einen gibt es hier ein Inn, also ein Hotel, wo man speichern kann und sich heilen kann. Dann gibt es einen Shop, Frogs Plus. Da gehe ich mal kurz rein. Der hat nämlich zwei ganz nette Features. Zum einen
Ihr seht hier unten Precision Points. Wenn man perfekt ausweicht und zurückschlägt, geht dieser Zähler hoch, solange bis man einen Fehler macht. Und diese Werte hier kann man bei diesem jungen Mann verkaufen. Mein Rekord seht ihr da oben. Und da ich jetzt nur 6 habe, bekommt man, glaube ich, 10 dafür. Genau, und wenn man es aber schafft, 10, 20, 30 zu sammeln, dann bekommt man 20, 50 oder 100 Goldmünzen. Was natürlich nicht so ganz unwichtig ist, denn wie ihr seht, Geld ist ein sehr knappes Gut. Und man kann hier bei ihm auch diverse Extras kaufen, zum Beispiel um sich zu heilen, um die Gegner zu verwirren. Throwing Daggers, also so Wurfmesser, mit denen man weiter entfernte Gegner angreifen kann. Ein Stein, um das Schwert wieder zu schärfen, wenn es stumpf geworden ist, und ein paar Extras, auf die ich jetzt nicht genauer eingehen möchte. Ja, ihr seht hier unten auf dem Bildschirm quasi schon, wie viel Extras ihr habt, und die kann man dann halt im Kampf einsetzen. So, des Weiteren gibt es hier noch einen Schmied. Der ist auch nicht ganz unwichtig, denn zu Anfang hat das Schwert Level 1. Und man kann in jeder Stadt genau einmal aufleveln, sodass man insgesamt auf Level 4 kommt. Und man kann zusätzlich noch das Schwert für 20 Goldmünzen schärfen. Dann seht ihr gleich, dass es hier oben blinkt, so ein bisschen glitzert, und dann macht es doppelt so viel Schaden. Das ist vor allem für die Bossbereiche wichtig, die ich euch jetzt gleich als nächstes zeigen will. Aber zunächst, bevor ich die Stadt verlasse, noch etwas anderes. Es gibt hier nämlich auch diese zwei Herren. Jetzt muss ich gerade gucken, wo sie stehen. Die stehen nämlich in jedem Dorf woanders. Genau, diese beiden Herren, bei denen kann man Aufgaben erfüllen. Hier muss man, ich kann euch ja mal eine zeigen. Hier bezahlt man Geld und kann dann entweder Geld setzen, um auch Geld zu gewinnen. Oder man spielt um Stempel, und das mache ich jetzt. Hier in dieser Aufgabe fallen zum Beispiel verschiedene Objekte runter, von denen ich möglichst viele treffen muss. Es fängt zum Glück mit einem Blatt an, und sobald man eins verfehlt, ist es vorbei. Ja, genau, so viel dazu. Und da ich eins geschafft habe, bekomme ich jetzt einen Stempel, nur sogar zwei. Und ja, ich bin jetzt hier auf einer Zusatzkarte schon. Man hat am Anfang, die erste Karte bietet 20 Stempel, die zweite 30 und ab dann 40. Und man bekommt immer für jeden 10er Schritt quasi Extras. Und besonders wichtig ist diese Special Attack Gem, was die Spezialattacke stärker macht. Also sobald man eine Karte voll hat, bekommt man ein höheres Level. Am Anfang macht diese Spezialattacke nicht so wirklich viel Schaden. Das zeige ich euch jetzt gleich. Und wenn man sie auf dem höchsten Level hat wie ich, kann man alle Gegner in einem Raum auf einmal abräumen, was natürlich nicht zu unterschätzen ist. Also von daher, das Spiel hat eine ganze Menge zu bieten und liefert auch abseits des im ersten Moment eher monoton wirkenden Gameplays eine ganze Menge zu entdecken. Man muss sich wirklich darum kümmern, im Dorf die Sachen zu machen, weil das einiges leichter macht. So, hier seht ihr jetzt mal einen Bogenschützen. Zudem laufe ich hin und hau dann drauf, weil aus der Ferne kann man den nicht besiegen. Und ja, jetzt seht ihr, dass das Schwert voll ist. Und das zeige ich euch dann im nächsten Bereich. Wenn es soweit ist, kann ich jetzt über Y die Superattacke einsetzen. Und die Superattacke ist echt nicht zu verachten auf dem höchsten Level, wenn man es nämlich mal schwerer hat. Dann drückt man einen Knopf und genießt. Wenn es also mal Level gibt, die man nicht schafft, kann man sich hiermit wirklich leicht Abhilfe schaffen. Oh, da hat einer überlebt. Aber nicht lange. Ja, und ihr seht hier, wir sind hier bei den Bossen. Und bei den Bossen ist quasi das Problem, dass man hier nicht in einem Bereich ist wie sonst. Und in diesem einen Bereich möglichst alle Gegner besiegen muss, sondern sich quasi frei bewegt durch verschiedene Bereiche und dann am Ende auf den Boss trifft. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schaffe, den Boss zu kriegen, aber ihr habt eben im Hintergrund schon ein Problem gesehen, das nicht so ganz zu verachten ist, denn wenn ich jetzt hier zu diesem Ninja zum Beispiel laufe, den man nur schwer besiegen kann, dann kann es passieren, dass ein anderer Gegner auf einmal angegriffen wird. Diesen Fehler hatte ich diverse Male, und das nervt dann doch echt ein bisschen, wenn man es einfach nicht schaffen kann,
den richtigen Gegner anzugreifen. Man rennt ihm hinterher, weil er eine Fernwaffe einsetzt und schlägt dann zu und schwupps, der Held dreht sich um und greift lieber jemand anderen an. Gut, ich glaube, bis zum Boss kämpfe ich mich jetzt mal nicht vor. Das ist dann doch ein bisschen zu lange. Das ist also... Uiuiui, der ist aber schnell. Das ist also wirklich ein Problem. Schwieriger ist es bei diesen Bosskämpfen vor allen Dingen, dass man hier das Problem hat... Der muss etwas anders bekämpft werden. Da seht ihr schon die unterschiedlichen Gegnertypen. Bei dem muss man nämlich nach hinten ausweichen. Ja, wenn man hier stirbt, man kämpft sich durch 10 oder noch mehr Räume und stirbt dann, muss man wieder von vorne anfangen. So, und ich glaube, ich zeige euch jetzt einfach mal, was passiert, indem ich mich einfach mal sterben lasse. Dann gibt es nämlich noch ein weiteres Feature, das ich kurz ansprechen darf oder möchte. Und dann bin ich eigentlich auch schon so gut wie durch mit dem Spiel. Wie ihr seht, es kommt sehr auf Geschicklichkeit und Schnelligkeit an. Das heißt, man muss im richtigen Moment das Richtige tun. Es gibt sehr viele verschiedene Gegnertypen, was ich wirklich gut finde. Das heißt, obwohl es an sich ein sehr monoton wirkendes Gameplay ist, hat es doch eine ganze Menge zu bieten. Mich hat es wirklich gefesselt. Vor allen Dingen hat es mich gefesselt, weil man eben so viel zu tun hat. Und wenn man, wie hier, ich jetzt gerade in einem Level gescheitert ist, kann das daran liegen, dass man nicht genug Items hatte, dass das Schwert nicht weit genug entwickelt war. Dann hat man wirklich Anreiz, die Level nochmal zu spielen, um zum Beispiel hier einen Highscore zu sammeln, den zu Geld zu machen oder weitere Stempel zu sammeln. Also das heißt, da haben die Entwickler das ganz clever gelöst, um ein Spiel, was eigentlich nur 26 oder 27 Level hat, dann doch relativ umfangreich zu machen. Also ich habe alles geschafft, bis auf den letzten Boss. Den kriege ich nämlich partout nicht hin. Und da nervt es mich wirklich, dass man immer wieder von vorne anfangen muss. Und deshalb habe ich einfach auch keinen Bock mehr da drauf im Moment. Aber das werde ich irgendwann nochmal versuchen. Die Entwickler haben es jedenfalls ganz gut geschafft, obwohl das Spiel relativ umfangsarm ist, mit nur wenigen Level, die man alle in, keine Ahnung, 2-3 Minuten wahrscheinlich durchspielen kann, mal abgesehen von den Boss-Levels, die meisten sogar schneller, habe ich trotzdem 5 Stunden gebraucht, um bis zu dem zu kommen, wo ich jetzt bin. Und das finde ich dann doch ganz gut. Eine Sache zeige ich euch noch. Ich bin gerade gestorben, werde mit 3 Herzen wiederbelebt und jetzt bekommt man in einem Level die Chance, mehr Geld zu verdienen, als das sonst der Fall ist. Das seht ihr jetzt gleich, wenn ich zum Beispiel mal mich hier töten lasse. Das war schon blöd, dass ausgerechnet der mich jetzt angreifen muss. Das läuft super. Ich hoffe, jetzt lässt mich der Ninja mal in Ruhe. Ja, genau. So, da seht ihr, dass die sehr viele Münzen verlieren. Und das ist dann natürlich relativ gut, weil man kann schnell Geld sammeln. Und so, da bin ich wieder tot. Reden und schwere Level spielen ist nicht meins auf einmal. Wie ihr seht, also da kann man auch eine ganze Menge Geld sammeln und das macht es einem dann wieder leichter. Jetzt erscheint er hier woanders, weil ich es da gerade nicht geschafft habe. So, und bevor ich fertig bin, möchte ich euch noch eine andere Sache zeigen. Und zwar gibt es auch ein paar Zusatzaufgaben bei Hana Samurai. Die letzte habe ich noch nicht, weil man dazu das Spiel schaffen muss. Zum einen der Rock Garden. Sorgt dafür, dass die Schritte, die man mit dem 3DS geht, wirklich mal sinnvoll eine andere Verwendung haben. Denn ich habe jetzt hier 21.040 Schritte gesammelt die letzten Tage und die kann man dann quasi spenden, um hier die Bäume zum Blühen zu bringen. Und ja, ich habe es am Anfang ein bisschen verkackt, habe zu wenig gespendet und jetzt sind die Bäume so halb am Blühen. Das heißt, ich habe noch nicht gesehen, wie es aussieht, wenn es wirklich voll ist. Aber ich gehe davon aus, dass man dann hier noch ein bisschen was geboten bekommt fürs Auge. Und ja, als letztes dann quasi noch die Thug-Challenges. Hier hat man 30, 50 und ich nehme an, die letzte dürfte dann 100 werden, wo man mit 3 Herzen bewaffnet 30 Gegner in möglichst kurzer Zeit besiegen muss. Und ja, das hier ist jetzt zum Beispiel die Umgebung des ersten Bosses und dementsprechend auch die relativ einfachen Gegner des ersten Bosses. Und ja, man hat halt hier quasi den Zähler, dass man sieht, wie viele der 30 hat man schon geschafft. Was am Anfang noch relativ einfach ist, wird dann natürlich im Laufe der Zeit immer schwerer. Oder wenn man, wie ich hier gerade, völlig verkackt und schon ein Herz verliert. Ja, dann geht die Tür auf, man kommt weiter und so kämpft man sich vor. Man hat von jedem Item 1, ist also auch eine ganz nette Sache, um dem Spiel ein bisschen an Tiefe zu geben. Wie ihr seht, so richtig gut bin ich darin noch nicht gewesen. So, das war jetzt alles, was ich euch an dieser Stelle zeigen wollte und...
Ja, dann komme ich jetzt mal zu meinem Fazit. Ja, das war es auch schon wieder mit Marios Eindruck für diese Ausgabe. Ich hoffe, ich konnte euch in den vergangenen Minuten ausführlich erklären, warum Hana Samurai Art of the Sword ein Titel ist, den man nicht verpassen sollte, zumindest wenn man das Genre mag. Und ja, ich hoffe, ihr habt dann viel Spaß damit, wenn ihr ihn herunterladet. Eine Demo gibt es leider nicht. Von daher müsst ihr euch schon auf mein Wort verlassen. Was jetzt noch fehlt, sind die obligatorischen Hinweise. Zum einen, ich gebe dem Spiel 81% und damit in unserer 3DS-Skala eine ziemlich gute Note. Und zum anderen, wenn ihr mehr zum Spiel erfahren wollt, dann empfehle ich euch meinen Testbericht, den ich für tendo.de noch schreibe. Der geht allerdings erst morgen online, von daher müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Solltet ihr das Video aber nach dem heutigen Montag, also ab Dienstag, sehen, findet ihr den Link auch wie immer hier in der Beschreibung. Und jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und freue mich wie immer über Feedback, Kommentare, Rückmeldungen, auch wie euch diese Art des Videos gefallen hat, also eher ein Review in erstem Eindrucksstil mit Live-Kommentaren, denn ich bin noch so ein bisschen am Rumexperimentieren, was ich eigentlich gerne wie machen wollte. Ich habe gedacht, für dieses Spiel bietet es sich an. Ich hoffe, das seht ihr ganz genauso. Wie gesagt, freue mich auf Feedback und Kritik und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Mario.